Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims 3. Ja, wir sind immer noch fleißig und hier können wir mal aufgeräumt werden. Das kommt ja schon ein Moch raus da. Pfui, Deibel. Räumt er das nicht mal weg? So. Wir haben ab morgen frei. Seht ihr das richtig? Jawohl. 3 Tage. Da kann Stevie aber noch ordentlich erfinden. Und wie würde man sagen, Glückwunsch, Level 5. Schreiben, komm. Ein bisschen Schreiben ausbauen. Macht die da noch Action? Ja, besten Dünger. Ach, jetzt räumt er auf. Das ist ja fein. Und Esther muss morgen arbeiten, wa? Ja. Morgen muss er nochmal ran. So, 19.000 haben wir schon. Fehlen noch 50.000. So. Ah, fast. Okay, soll reichen, Stevie. Du kannst Mr. Plumbot erstmal ausschalten. Und dann kannst du schlafen gehen. So, wenn du keine Scheiße baust hier. Ist ja dann eigentlich irgendwie schon mal besser geworden. Immer noch Level 2. Man kann den natürlich auch komplett ausschalten, wa? Und das mal ja nicht benutzen. Wenn der irgendwie, sag ich mal, einen auf den Sack geht. Das geht natürlich auch. Nein, keiner da. Alter, guck mal auf die Uhr. Ja, hahaha. Ist ja unglaublich. So, ja, Esther muss arbeiten. Dann haut sie sich mal ein Müsli hinter. Naja, die Laune ist auch nicht. Ja, doch, die Laune passt. Schönen Schneckrin. Stevie kann im Prinzip dann auch direkt anfangen. Merkmalchips, Nanomaschinen. So. Etwas im Wert von mindestens 1000 kaufen. Machen wir. Ich denke mal, das ist nicht schwer. Ich überlege bloß gerade, was? Vielleicht einen neuen Herd? Wäre mal eine Maßnahme. Ein richtig Hightech-Teil. Oder ein Kühlschrank. Kann der was Besonderes? Der sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. So. Aha. Merkmalchips entwerfen. Bam, Alter. Da möchte ich auch nicht daneben stehen, neben der Maschine, wenn hier der Blitz einschlägt. Ich glaube, das könnte hart werden. Robo-Kindermädchen. Oh Gottchen, Kindermädchen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ist das auf Arbeit? Wann muss denn die los? 10 Uhr. Was? Etwas in Mikrobi war fehlerhaft und plötzlich fiel alles aus. Mach dir keine Vorwürfe. Das. Höchste Zeit mal für eine Wartung. So, Esther kann
So, hast du was entworfen? Handwerkbot. Merkmalchip. Okay. Ja, würde mal sagen, du tunst den. Wo ist er denn? Sonst, weiß ich nicht, explodiert das Ding noch oder so? Hör mal auf, hier Essen zu machen. Verkeimt. Esther fühlt sich ein bisschen ansteckender als sonst. Ich habe 265 Miete kassiert. Das ist so faszinierend. Wohnt ja Kinder bei mir, aber... Passt schon. So, wie sieht das Ding jetzt aus? Muss ja dann passen, wa? Okay, wir haben auch sein Level verbessert. Das ist natürlich auch sehr gut. So, Hunger, Essen, ja. Komm, hier mal eine China-Pfanne rein drücken. Geht immer. Und dann kann er weitergehen hier. Nee. Merkmalchips sollst du entwickeln, Stevie. Gucken wir, was es da noch alt gibt. Angler mit künstlichen... Ach Gottchen, das gibt's auch. Wahrscheinlich gibt's alle Fähigkeiten. Aber ich wüsste jetzt so spontan gar nicht, welche Fähigkeit ich jetzt noch unserem Plumboard einbauen könnte. Wenn du das wart. Mach mal da schön weiter. Wie man eine freundliche Funktionsmerkmalchip baut, okay. Was? Kennt alle Schaltbilder für Merkmalchips, die er mit seinen aktuellen Botbaufähigkeiten Level bauen kann? Ach so. Machen wir mal Nanomaschinen entwerfen. Aha. Level 5. Stevie entwickelt sich zum erfahrenen Bot-Konstrukteur und kann jetzt Plumbots mit zusätzlichen Steckplätzen verbessern, um weitere Merkmalchips zu installieren. Von Steve gebaute Plumbots verfügen zu Beginn über 4 Steckplätze für Merkmalchips. Okay. Schön, schön. Neutronen. So, dafür brauchen wir natürlich jede Menge Sachen, wa? Freundliche Funktionen. Der Plumbot erhält das Sozialbedürfnis. Der Plumbot ergreift die Initiative, um eigenständig Kontakte zu knüpfen. So, wir werden mal jetzt hier noch Nanomaschinen bauen. Quantum Skalar Neutron war das letzte, ne? Ne, Typ Triple, ne? Alter. So, und den werden wir wieder auseinandernehmen. Halt machen soll, Junge. So.
Nanomaschine bauen, wenn wir nochmal noch so ein Ding bauen. Ich will nämlich mal gucken, wo wir diese Prozessor-Dinger da herkriegen. Was ist mit ihm? Aha. Hat denn nicht geklappt, oder was? Anscheinend nicht. Hm. So, Issa, was hast du denn im Job so erreicht? Naja, das geht ja alles. So, dann kannst du dir gleich mal hier an deine Mädel machen. Dass das mal ein bisschen vorwärts geht. Okay. Radar fertig gebaut. So, wir haben 4 Prozessoren. Stückteile. Jetzt haben wir 6. Ah, okay. So, Merkmalchip bauen. Müssen wir mal gucken, was wir eigentlich für diesen Freundlichkeitschip brauchen. Ja, Angler ist irgendwie ein bisschen Quatsch. Freundliche Funktionen. 3 so eine Chips und mit Freundlichkeit aufgeladener Kristall. Was ist das denn? Okay. Keine Ahnung. Und ich sehe gerade. Aha, okay. Hä? So, mal gucken, ob der noch weitere entwerfen kann. Lepton? Hm? Ich hatte gewählt einen Wert von 38 Simoleons. Mhm. Heisenberg! Eine Nanomaschine namens Heisenberg ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Okay, Esther. Wie steht's denn jetzt im Job? Naja. Sie könnte halt schon noch ein bisschen malen, wa? Betiteln? Ja. Kannst du mal verkaufen, das Gemälde? Millionen. So, Stevie ist wieder Gamecrack. Soziale Gruppe und so, wa? Und der könnte rein theoretisch beim nächsten Mal arbeiten. Die Spitze erreichen und so. So, was können wir denn lecker? Machiavelli-Eier. Mhm. Machiavelli-Eier. Ja, der Robo sorgt halt immer für Nachschub, ne? Ja. Ist ja nicht verkehrt. Aber man ist dann nicht so dolle stressen. Ein Käse-Tofu-Steak? Siliziumschleuder. In der Stadt erzählt man sich, dass du hochwertige Merkmalchips baust. Ich werde gut dafür bezahlen, wenn du ein paar neue Chips für mich herstellst. Liefere Madeline Buckshot Merkmalchips. Ja, welche? Fähigkeit steigern Botbau? Okay.
0 von 3 beliebiger Merkmalschip. Ach, nur noch beliebiger. Naja, das ist ja... Das kriegen wir doch auf der Reihe. Das schmeckt nicht, oder was? So. Auch noch die grundlegenden Bedürfnisse erfüllen, ne? Und dann geht's ab in die Haier. Alter, wir wollen mal 50.000. Wird nicht einfach. Das wird definitiv nicht einfach. Buch über Gartenarbeit lesen, Samen finden, das ist, glaube ich, alles. Brauchen wir alles nicht. Wir brauchen neue Wünsche. Braucht das Land. So, gute Nacht, ihr Bienen. Und ich sag auch mal erstmal weg, war und so. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es hier wieder heißt, Stevie und Esther verändern die Welt. Also, bis dahin. Ciao.